Nehme ich mal an. Oh. Toll, abgerutscht. Und jetzt? Ah, oben. Ja, oben. Komm, ich bin doch... Nein, nicht wieder abrutschen. Ach, verdammt. Welcher Level-Designer hat sich das denn ausgedacht? So, jetzt, wie komme ich jetzt da hoch? Bin doch schon oben, fast. Hier? Ah ja, hier bin ich oben. Oben. Ein Lagerfeuer. Ist doch bestimmt noch irgendwo eine Wache. Nee? Okay. Ich fliege! Ich kann fliegen. Schade, dass da unten jetzt gerade keine Wache oder so ist. Ist auch nirgendwo ein Gang oder so, wo eine kommen könnte. Nur da vorne. Ja, also... Ich hoffe, das Ganze wird jetzt nicht wieder so ein Bugfest. Wie der erste Teil. Also bis jetzt habe ich ja noch keine... großartigen, schwerwiegenden Bugs festgestellt, aber das hier ist ja wirklich, das schlägt ja schon fast dem Fass den Boden aus. Alter, sehe ich gerade was. Ist das da Wasser? Ja, ist Wasser. Okay. Dann muss ich bestimmt irgendwo da unten drunter durchtauchen. Und jetzt falle ich da runter, oder wie? Jetzt schwebe ich wieder. Ich will hier hoch, ich will hier hoch, ich will hier hoch wieder. Jetzt weiß ich, warum man da so schwer hochgekommen ist. Sollte man gar nicht hoch. Planschi, planschi! So. Irgendwo hier müsste das gewesen sein. Unter Wasser sieht man auch fast gar nichts. Hier? Wo die Luftbläschen sind? Vielleicht? Wie kann ich hochschwimmen? Nur so? Okay. So. Ah ja. Und jetzt ist plötzlich eine Wache da, oder wie? Die war doch eben nicht da. Willst du mich verarschen? Und hier komme ich jetzt nicht hoch, oder was? Stealth-Kill. Ah, und dann plötzlich steht die Wache, wenn ich einen Stealth-Kill machen will, obwohl sie gerade die ganze Zeit gesessen hat. Naja... Naja. Kritik, Kritik. Vögel. Aber es ändert trotzdem nichts daran, dass das Spiel bis jetzt wirklich großen Spaß macht. Es scheint zwar wirklich, hier hat man es jetzt gerade sehr gut gesehen, es scheint wirklich alles irgendwie geskriptet zu sein. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Okay. Bin durch. Und nun? Irgendwo was zum Ermorden? Meine Position ist westlich vom Bahngelände. Anderson, was ist deine Ankunftszeit? Ich bin oben auf dem Weg zum Kircheneingang. Ich nehme an, da muss ich hoch zum Turm. Oh, Hula-Mädchen. Ah, Hula-Mädchen sind wieder Geheimnisse. Schade, ich wollte ein bisschen Orgel spielen. Ach man. Okay, hier geht's wohl nicht hoch zum Kirchturm. Das Hula-Mädchen hat mich ganz meine Deckung vergessen lassen. Munition. Schön.
So, hier vielleicht hoch? Habe die Kirche erreicht. Weiter zum Kirchturm. Okay. Würde nicht schaden, wenn du ein paar Heilige Marias in unsere Richtung schickst. Diese Radarseite scheint schwer bewacht zu sein. Mal sehen, was ich tun kann. Anderson out. Hier tripst Blut. Ich habe da oben ja eben einen Scharfschützen erlegt. Aber das hier tripst so aus der Mitte. Wie kann denn da das Blut in die, auf die Mitte tripsen? Das sind doch keine richtigen Tropfen, sondern... oder? Ach, keine Ahnung, ist ja auch egal. Ich bin ja jetzt hier nicht... ich bin ja kein Tester, sondern ein Spieler, also... erfreuen wir uns daran. Hässlich. Dragunov, ne? Okay, hier ist der Spot. Drücke F, um den Punkt für den Abschuss festzulegen. In Position. Stelle Kaliber 50 auf. Was ist hier der Plan? Okay, das ist das also. Der Punkt für den Abschluss. Abschuss, meine ich. Von deiner Position aus Sicht. Roger, ich sehe dich. Gib uns die Berghochdeckung. Curtis und Nichols, ihr seid bei mir. Diaz, du hältst Ausschau. Die anderen diese Position für den Abzug sichern. Anderson, halt uns den Rücken frei. Roger, ich versuche euch ein paar Ziele übrig zu lassen. Wir haben einen Feind auf dem Steg vor uns. Nicht schießen. Feuer einstellen. Abwarten. Ja, ja, ich schieß doch gar nicht. Nur die Ruhe. Ich kann das Fernrohr nicht mehr ablegen. Unterstützung, wir sind hinter dem Steg. Knall die Wache ab, wir werden die Leiche wegräumen. 300 Meter, Wind mit 3 Meter pro Sekunde von nach rechts. Voll auf die 12. Sicher. Anderson, Feinde an der ersten Hütte am Ufer. Noch nicht angreifen. Abwarten und Tee trinken. Okay. Feuer, sobald sie sich den Rücken zukehren. Wir müssen so lange wie möglich unentdeckt bleiben. Geht's da um hier diese beiden? Ja? Keine Ahnung. 360 Meter etwas stärker nach. Drück ab. Zack. Guter Schuss. Erledige den anderen. Ja. Zu Befehl. Drück ab. Oh mein Gott, mein Herz schlägt wie. Boah, was für ein perfekter Kopfschuss. So ein perfekter Kopfschuss. Feind links von dir auf dem Balkon. Ach verdammt, warum bleibt er denn jetzt stehen? Mann. Ein perfekter Kopfschuss ohne Hilfsmittel. Ha. Anderson, Status. Und weiter. Bestätigt. Diaz, du hältst auf. Wo sind die denn? Ich sehe die gar nicht. Die Bucht wurde gesichert. Rücken zum nächsten Kontrollpunkt vor. In alle Richtungen aufpassen, Leute. Kontakt, Scharfschütze im Turm. Mach ihn alle, bevor ihr die Toten auf dem Landung. Zur Hölle. Feindlicher Heli. Feuer einstellen. Feuer einstellen. Anderson, du musst abwarten. Wenn er uns sieht, wird's übel. Mi 24 oder du was? Heint. Lass ihn gehen. Auf diesen verdammten Turm nicht bewegen. Ich lade dann derzeit mal neu. Nicht neu, sondern nach. Nur noch etwas länger. Ja, ist ja gut. Wow, wackel, wackel. Frei, leg an. Stark von rechts, 400 Meter. Ziel eliminiert. Treffer. Drei Ziele. Wir müssen gleichzeitig schießen. Nimm den ersten Schuss. Wir übernehmen den Rest. Okay. Okay, so vielleicht ungefähr. Angreifen. Gute Arbeit. Schön, schön. Ich ist frei. Macht Spaß. Macht Laune. Da kommt jemand. Verstecken. Patrouille geradeaus. Zwei Männer. Lass ihn nicht Alarm auslösen. Hier der andere. Und. Sehr schön. Alles frei. Beeilung. 3-1, aufpassen. Ich habe hinter den Gebäuden keine Sicht auf euch.
Alles klar, bereit zum Sammeln. Over. Cole, ich lauf rüber, gib mir Deckung. Ja, wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Ach, da hinten ist das Auge. Hirsch, ich habe zwei Ziele in deinem Einsatzbereich. Einer auf der Plattform in deiner Nähe, der zweite auf der Brücke. Den knöpfe ich mir vor. Alles klar. Was ich muss sagen, ohne diese ganzen Hilfsmittel macht das Spiel wesentlich mehr Spaß. Als wenn man da überall diesen doofen Punkt hat und dann immer genau weiß, wo die Kugel hinfliegt. Luft ist rein. Alles klar. Drei vor uns. Nichts machen. Lasst uns abwarten, was sie machen. Lasst uns mal schauen. Erstmal nicht schießen. Sieht aus, als ob sie einen Plausch halten. Abbrechen. Angreifen. Schöner Doppelkill. Okay, alles frei. Bin fast in Position. Wir müssen die restlichen Feinde kalt machen. Zwei Ziele blockieren meine Route. Mach sie alle, wenn die Wachen woanders hinschauen. Roger. Okay. Warum bleibt ihr hier vor der Wand stehen? Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Na, so hat das Ganze auch ein bisschen was mit Skill zu tun. Ist das? Verdammt. Danke, Kumpel. Ich schuld dir ein Bier. Oh, keine Ursache. Komm ich drauf zurück. Genau. Komm ich drauf zurück. Kühles Blondes. 3-2, ich habe Verbindung mit unseren Jungs. Wir machen uns bereit, das Radar anzugreifen. Verstanden? Gut, verstanden. Alles im Blick. Angreifen. Schalt die Scheißkerne aus! Bin dabei, nur die Ruhe. Jetzt geht's los! Ach, verdammt. Wenn die rennen, ist es wirklich verdammt schwer. Da war doch einer. Ach, zwei sogar. Ach, verdammt! Nicht auf den Wind geachtet. Nicht großartig auf den Wind geachtet. Sektor gesichert. Okay, ich habe nur eine Waffe fliegen sehen, okay. Unseren Virus in ihr System zu laden, sollte kein Problem sein. Wir denken, es handelt sich um Post-Serviette-Ausrüstung. Roger. Ziel erreicht. Virus wird jetzt hochgeladen. Ich denke, das hat meine Treffsicherheitsquote ganz schön Moment, wir haben hier was. Runtergezogen. Конечно, его нужно допросить, идиот! Отведи его в комнату босса рядом с вертолетной площадкой. С ним ничего не должно случиться, понял? Приказ. Я готов спорить. Если он попадет к телохранителю босса, то ему придется опять отмывать стены. Wir müssen die Daten an Chaser weitergeben. Wir halten sie auf dem Laufenden. Henderson, gehen Sie voran zum Übergabeort. 3-1 für die Nachzügler wegputzen und mit dem Boot hinterherkommen. Oh, das war's. Du erhältst Medaillen, wenn du Missionen auf höheren Schwierigkeitsgraden abschließt. Höher geht der Schwierigkeitsgrad nicht. Schauen wir mal hier. Doppelte Kopfschüsse gesamt? Gar keiner. Diese Werte hier in den Klammern, die ihr hier seht, das sind die Werte, wo ich vorher schon mal gespielt habe, weil ich habe es vorher natürlich schon mal ein bisschen ausprobiert, um zu schauen, wie das Spiel so ist und ob es sich überhaupt lohnt zu Let's Playen. Und ja. Habe ich schon mal, bis zum zweiten Akt oder so gespielt. Oder noch, nee, nicht ganz. Auf jeden Fall. Ja, das sind die Werte in Klammern. Die Veränderungen von meinem ersten Durchlauf zu jetzt. Weitester Kopfschuss 494 Meter. Gesamtgenauigkeit 67%. Ja, ich habe am Ende verdammt viel daneben geschossen. Ach, was soll's. Alarm ausgelöst, getötet 1. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Ein Kopfschuss ist dann nicht getötet, oder wie? Ach so, getötet 1 ist, dass ich einmal gestorben bin. Okay. Fortfahren. Akt 1 aus dem Nichts. Ort Philippinen. Zeit 24 Stunden Juliet. Vor 6 Tagen. Agent Nears, hören Sie die Aufnahme, die Sie Achso, es wird gerade gespeichert. Mitten im Ward.
alle vom Radarsystem gezogen haben. Näher erklären. Die Spur, die wir in Sibirien aufgenommen haben, wurde vor einem Monat richtig heiß. Daraufhin hat die Kompanie beschlossen, eine Antiterroreinheit einzusetzen, um die gestohlene Biowaffe zu identifizieren. Kurz danach haben wir jeglichen Kontakt verloren und sie wurden für tot gehalten. Und das erzählen Sie uns jetzt? Verlange auf dem Weg zum Ziel einen kleinen Umweg, um unseren Mann dort rauszuholen. Er hat vielleicht wichtige Informationen für uns. Missionsziele bleiben unverändert. Sichern Sie die Position für den Angriff auf das Hotel. Uniform out. Okay. Also nicht, keine Rettungsaktion. Alle Teams Funkgeräte prüfen. Razor 3-2, verstehe laut und klar. Uniform. Hier ist 3-1, verstanden. Wir hören dich. Over. Sekundärziel. 3-1 nimmt Position an der Basislinie der Anlage ein, wo unser Mann mutmaßlich gehalten wird. Dort wartet er auf Unterstützung von Anderson. Im Klartext, wenn sie keine Kameraden erspähen können, ist die Rettungsaktion abgebrochen. Wir haben keine Zeit, Verstecken zu spielen oder um Fehler zu machen, Leute. Anderson, unser Kommunikationsoffizier Lieutenant Vance wird Sie zum Ziel leiten. Wir können unsere UAV-Drohne einsetzen, wenn das Radarsystem blind ist. Lang nicht gesehen, Anderson. Vance, wie geht's Gordon? Ist seit einer Weile als Söldner beschäftigt. Lange nichts von ihm gehört. Wir warten alle darauf, dass er zurückkommt. Ah, ich mochte den Knaben. Er hat nie viel geredet, aber er war verdammt effektiv. Also doch eine Rettungsaktion. Gut. Da ist ein. Der labert am Telefon. Ich hab ihn so nicht gesehen. Hallo? Schwarzer Bildschirm? Ich hab sie nur noch den Mauszeiger. Ich sehe das Menü nicht mehr. Ja, ich denke, hier gibt es ein kleines Grafikproblem. Na, einen Moment. Dann starte ich das Spiel mal eben neu. Eine Sekunde.